Es dreht sich alles rund um den Club. Große Saisoneröffnung des 1. FC Nürnberg. Ab 16.30 Uhr öffnen die Stadiontore für ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Mitmachaktionen. Auch der derzeit verletzte Spieler Willi Evsejew ist dabei und misst sich am FCN-Stand mit den Clubfans im Ringewerfen. Aber im Mittelpunkt steht natürlich das Testspiel gegen den FC Augsburg. Rund 8.500 Fans wollen den letzten Härtetest vor dem Ligastart sehen. Von Anfang an mit dabei ist auch Neuzugang Enis Alushi, der erst am Tag vorher beim Club gelandet ist und sich richtig auf seine Zeit in Nürnberg freut. Es ist ein großer Club, eine große Tradition. Es ist ein unglaublicher Verein in Deutschland und da musste man nicht viel drum herum reden. Wenn das Angebot kommt, dann muss man das auch annehmen. Angenommen hat der Club auch das Spiel gegen Augsburg. Viele Torchancen gibt es in Hälfte 1 zwar nicht zu sehen, doch der Club steht in der Defensive gut. Der Erstligist aus Augsburg tut sich schwer. Doch auch wenn die Abwehr des Club überzeugt, nach vorne geht in den ersten 45 Minuten zu wenig. 0:0 heißt es so zur Pause. Trainer Alois Schwarz weiß, woran seine Mannschaft nächste Woche noch arbeiten muss. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir spritziger werden noch. Da haben wir schon auch, habe ich gemerkt, obwohl es ein Bundesligist ist, sind alle ein bisschen schneller. Aber da müssen wir ein bisschen Wert drauf legen. Schnelleres Spiel nach vorne, manchmal zu behäbig, zu langsam nach vorne gespielt. Der Gegner konnte sich zu schnell stellen. Das sind eigentlich so die Schwerpunkte. So insgesamt gegen den Ball, denke ich, war es einigermaßen ordentlich. Auch da kann man zulegen. Also ist noch Luft nach oben. Die zweite Hälfte ist insgesamt viel besser als die erste. Der Club kommt schwungvoll aus der Kabine. Nach einem Foul im Strafraum bekommt allerdings der FCA einen Strafstoß und geht mit 1:0 in Führung. Doch auch die Zuschauer spüren, es geht heute noch was. Der Club lässt sich vom Rückstand nicht beeinflussen und spielt munter nach vorn. Flanke von Laszlo Sepsi auf Guido Burgstaller und schließlich ist es Neuzugang Edgar Sully, der den Ball zum 1:1 ins Tor buxiert. Der erste Treffer im zweiten Spiel im Clubtrikot für den Kameruner. Ja, it's good for me, for the confidence, and I hope I gonna make many goals for the team, for help the team. Und das Team will jetzt noch mehr, will jetzt das Spiel drehen. In der 75. Minute bekommt auch der Club nach einem Foul im Strafraum einen Elfmeter. Guido Burgstaller verwandelt diesen sicher. Doch auch nach der 2:1-Führung will der Club noch mehr, will seinen Fans noch mehr Tore schenken. Dies gelingt zwar nicht mehr, aber trotzdem ist es insgesamt ein gelungener letzter Test vor dem Ligastart. Die erste Halbzeit, wir sind zwar einigermaßen stabil gestanden, aber viele kleine Ballverluste haben dem Gegner dann auch zum schnellen Umschaltspiel verleitet. Und da war der Gegner gut, da haben wir ein bisschen fahrlässig gespielt, obwohl der Gegner auch außer Standards, glaube ich, keine Torchance groß hatte. Wir aber auch nicht und so geht es eigentlich pari in die Pause. In der zweiten Hälfte, dummer Elfmeter, wo man hintertreffen geht, ein schönes Tor gemacht zum 1:1, gute Flanke, Burgstaller köpft, Sally staubt ab, sehr, sehr gut. Und danach waren wir eigentlich ein bisschen die bessere Mannschaft, haben wir auch gemerkt, dann war die Brust da etwas breiter, haben wir auch Möglichkeiten gehabt, kriegen einen Elfmeter von Rurik, auch eine gute Einwechslung, Rurik, Gislason kann noch fast das 3:1 machen, also von daher war es schon dann eine gelungene Sache. Das sehen auch die Fans so. Die Vorfreude auf den Ligastart am nächsten Samstag in Dresden ist riesengroß.